Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich herzlich sowohl für die Einladung nach Bremerhaven als auch für die freundliche Begrüßung. Herr Rothe hat mich eben daran erinnert, dass es das vierte Mal für mich ist, dass ich in der Philosophischen Gesellschaft in Bremerhaven zu Gast bin. Und ich muss sagen, ich bin es besonders gerne, weil diese Philosophische Gesellschaft immer ein wirklich imponierendes Programm hat. Gegen das Vergessen und Verdrängen ist Erinnerung notwendig, wenn es um die Frage geht, ob Religion und Philosophie Wegbereiter für Terror und Gewalt waren. Die Religion und die Philosophie waren es gewiss nicht. Die Frage darf nicht abstrakt gestellt werden. Konkret zu fragen ist nach Personen, nach Verantwortlichen, denen individuelle Schuld zuzurechnen ist. Warum erinnern? Der Heidelberger Philosoph Hans Friedrich Fulda gibt eine Antwort, die ich teile. Sich Rechenschaft abzulegen über Anteile am Nationalsozialismus, die in unserer philosophischen Herkunft enthalten sind, kann insbesondere deshalb nicht etwas sein, das bereits hinter uns liegt, weil solche Selbstverständigung gar nicht ausschließlich eine Aufgabe historischer Forschung ist. Es geht darin nicht vorrangig um eine Ideen- oder ideologiegeschichtliche Recherche, deren Ressourcen nach einigem ernsthaften Bemühen erschöpft wären. Es geht auch nicht bloß um Kritik, durch die man vielleicht eine antifaschistische Haltung unter Beweis stellen möchte und schon gar nicht um ein Neugierinteresse, mit dessen Befriedigung man am Ende Hochbetagte oder Gestorbene in Verruf bringen könnte. Die Arbeit, die wir uns schuldig sind, sagt Fulda, ist vor allem eine an uns selbst. Die Arbeit, die wir uns schuldig sind, Philosophinnen und Philosophen in Deutschland haben sie nach 1945 nur selten auf sich genommen. Eine Ausnahme bildet die anhaltende, derzeit nach dem Erscheinen seiner schwarzen Hefte besonders heftige Debatte um Martin Heidegger. Verglichen mit der Fülle historischer Analysen, etwa in Rechtswissenschaft und Medizin, ist das Schweigen der Philosophen bemerkenswert. Erinnert man, dann geht es weder um politische Polemik noch um die besserwissende moralische Kritik der Nachgeborenen. Es geht um die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit des Philosophierens im Nationalsozialismus. Es geht um Aufklärung und Differenzierung sowie um Verantwortung. Ich werde versuchen, in 5 allgemeinen Punkten, verbunden mit Hinweisen auf Besonderheiten philosophischen Denkens im Nationalsozialismus, in den heutigen Abend einzuführen. Es soll erstens um Gründe dafür gehen, an Philosophie im Nationalsozialismus zu erinnern. Zweitens um Intellektuelle und Versuchungen der Unfreiheit. Drittens um Unterschiede in der Nähe zum NS-System und, vor einer Schlussbemerkung, viertens um die Notwendigkeit, historisch-soziale Normalität als Voraussetzung des Verstehens und Urteilens zu begreifen. Ich bitte Sie für etwa 45 bis 50 Minuten um Ihre Geduld. Erstens, warum soll man an Philosophie im Nationalsozialismus erinnern? Die Arbeit an uns selbst, von der ich eingangs sprach, ist Erinnerung an eine Vergangenheit, die keineswegs vergangen ist. Dies gilt vor allem für die Generation, die, wie ich selbst, zwischen 1950 und 1960 an deutschen Universitäten studiert hat. Einerseits gab es, wie der aus Breslau vertriebene Historiker Fritz Stern schreibt, eine Kontinuität der Nazizeit. Die Universitäten waren voll von Männern, die schon in der Nazizeit gelehrt hatten
und von Jüngeren, die dem Regime gedient hatten, aber nicht gefragt wurden, was haben Sie denn im Dritten Reich gemacht? Die Älteren sprachen nicht darüber und die Mehrheit der Jungen wagte nicht zu fragen. Sie wollten es nicht wissen. Die Problemlage nach 1945 war freilich noch komplexer, als Fritz Stern sie wahrnimmt. In der Regel war die Frage nicht, ob man zu fragen wagte und wissen wollte. Zur Normalität an den Universitäten gehörte ein nicht als problematisch empfundener gemeinschaftlicher Denkstil bei Lehrern und Schülern. Vor der Verknüpfung der Frage nach den Lehrenden mit der selbstkritischen Frage, wer bin ich wie geworden, standen Erkenntnishindernisse. In den Anfängen nach 1945 endete und begann die deutsche Geschichte an der Grenze der vermeintlichen Stunde Null. Der Stunde Null des 8. Mai 1945. Das Neubeginnen, nicht aber dessen Voraussetzungen bestimmten, vor allem in der Adenauer-Ära, die allgemeine Bewusstseinslage. Solange es in der deutschen Bevölkerung nach 1945 kaum ein Bewusstsein von Schuld gab, sondern deren Verdrängung, konnten sich Politik und Justiz bei der Strafverfolgung von Nazitätern weitestgehend blind stellen. Bis 2005 wurden 172.000 Ermittlungsverfahren durchgeführt. Es kam zu 17.000 Anklagen, also etwa 10%, und 15.000 Hauptverhandlungen. Das Ergebnis waren 5.000 Freisprüche, 2.000 Einstellungen und nur 6.600 Verurteilungen. Philosophen waren nicht dabei. Die Philosophen der Nazizeit wurden die Lehrer meiner Generation. Nahezu die einzige Ausnahme war Heidegger, über den die Alliierten ein Lehrverbot verhängt hatten. Das dann bemerkenswerterweise 1950 in Bremen durch eine Tagung der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in Deutschland durchbrochen wurde. Bremen 1950 war der erste Nachkriegsvortrag von Martin Heidegger. Es war kein Zufall, dass der NS-Marinerichter und spätere baden-württembergische Ministerpräsident Dr. Hans Filbinger, der noch bis 1945 Todesurteile zu verantworten hatte, sagte, was damals rechtens war, das kann heute nicht Unrecht sein. Es war vielmehr möglich, dass von 69 Richtern am Bundesgerichtshof 27 der NSDAP angehört hatten. Von den übrigen 42 Bundesrichtern waren 11 als NS-Justizverbrecher anzusehen. Neben dem Vergessen und Verdrängen wollen der Schuld gab es einen trivialen Grund für die Kontinuität in der NS-Zeit. Man konnte sich das notwendige neue Personal schlechterdings nicht im Kaufhaus besorgen. Es gab die Amnestiegesetze von 1948 und 1954 und es gab 1951 das Gesetz entsprechend dem Artikel 131 des Grundgesetzes, das besagte, dass alle, die nicht schwer belastet waren, wieder in die Beamtenverhältnisse übernommen werden konnten. Repräsentativ war die Schlussstrichmentalität der Adenauer-Politik. Es gab heute leider vergessene Reden Adenauers im Deutschen Bundestag, in denen er Ehrenerklärungen nicht nur für die Wehrmacht, sondern auch für die Waffen-SS abgab. Nicht wenige Bundestagsabgeordnete, vor allem der FDP, waren Altnazis. Eine Erklärung für die Mechanismen des Vergessens bietet der Münsteraner Historiker Rudolf Vierhaus. Ich zitiere: Wir haben nicht danach gefragt. Zwei allgemeine Bemerkungen sind hier angebracht. Die Sprachlosigkeit über das in den ersten Nachkriegsjahren in seinem vollen Umfang erst bekannt gewordene Geschehen in der NS-Zeit
war die Folge von Betroffenheit, Verlegenheit, wohl auch schlechtem Gewissen, vergessen wollen und Verdrängung, aber auch der schwierigen Bewältigung des Alltags unter den Bedingungen von Besatzung, Hunger, Wohnungsnot etc. Und auch der Suche nach neuer Sinnorientierung. An den Universitäten waren die Lehrenden stark absorbiert von den Aufgaben des Wiederaufbaus und von ihrem eigenen Bemühen, entweder zu beweisen, wie wenig sie vom Nationalsozialismus beeinflusst worden waren, oder aber ihre Verstrickung durch Leistung zu kompensieren. Die Frage, ob und warum und wie man sich heute für die Beziehung zwischen Philosophen und Nationalsozialismus interessieren solle, wurde und wird kontrovers beantwortet. Hermann Lübbes These, die Unterstellung eines Verschweigens der Zeit von 1933 bis 1945, entstamme, ich zitiere, der Neigung, ja der politischen Absicht späterer Jahre, die Gründungsgeschichte der zweiten deutschen Demokratie moralisch zu delegitimieren. Diese These gehört nicht zu den Antworten, die hilfreich waren. Zweitens, Zwang und Versuchungen der Unfreiheit. Philosophen waren mit wenigen Ausnahmen nicht widerständiger als die Mehrheit der Deutschen. Es gab Ausnahmen, so etwa einige katholische Naturrechtsphilosophen oder auch Karl Jaspers, der mit einer jüdischen Frau verheiratet war, einer der wenigen Fälle, in denen ein deutscher Philosoph in so etwas wie ein inneres Exil gegangen ist, nämlich in die Schweiz. Die Gleichschaltung ging in aller Regel auch an den Universitäten sehr schnell vonstatten. 1933 gab es in Deutschland 56 Lehrstühle für Philosophie. Von den Philosophen haben bis 1935 aufgrund der Nürnberger Rassengesetzgebung 22 ihren Lehrstuhl verloren. Insgesamt 30 wurden ins Exil gezwungen. Unter ihnen, jetzt nenne ich einige Namen, die Ihnen vielleicht nicht alle etwas sagen, aber die zu nennen mir wichtig ist. Unter ihnen Theodor W. Adorno, Ernst von Aster, Ernst Cassirer, Jonas Kohn, Hans Ehrenberg, Moritz Geiger, Fritz Heinemann, Dietrich von Hildebrandt, Richard Hönigswald, Max Horkheimer, Richard Kroner, Helmut Kuhn, Arthur Liebert, Karl Löwitt, Georg Misch, Helmut Plessner, Hans Reichenbach, Paul Tillich und Edgar Wendt und in Österreich Otto Neurath und Rudolf Carnap. Vielen von ihnen blieb auch nach 1945 ihr Bürgerrecht in Deutschland versagt. Viele sind noch heute aus der Erinnerung verdrängt. Deshalb erwähne ich sie, auch dies ist ein Stück Erinnerungsarbeit. Von den Philosophen, die in Deutschland geblieben waren, sahen sich viele zum Schweigen veranlasst. Wieder andere schwiegen nicht. 1932 unterzeichneten drei Philosophen Aufrufe zugunsten der NSDAP. Zur Reichstagswahl 1933 waren es 8. Dem sogenannten Bekenntnis der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat schlossen sich im November 1933 unter 1000 Lehrenden 22 Philosophen an. Mitglied der NSDAP waren bereits vor 1933 13 Philosophen. 1933 sollten es weitere 22 werden, unter ihnen Martin Heidegger. Nach einer Aufnahmesperre seitens der NSDAP kamen 1937 weitere 18 hinzu. Die Hälfte der Philosophen, die noch im Amt waren, hat sich auf die eine oder andere Weise mit dem Nationalsozialismus arrangiert. Nicht zuletzt Jüngere, zuvor arbeitslose oder schlecht bezahlte Dozenten.
für die nach der Vertreibung so vieler Philosophen aus dem Amt die Stunde ihrer Karrieren schlug. Einen direkten Zwang zur Mitgliedschaft in der NSDAP hat es nie gegeben. Indirekter Zwang wirkte beim Bemühen um Existenzsicherung und Karriere. In genau diesem Kontext hat Ralf Dahrendorf im Blick auf die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung von Versuchungen der Unfreiheit gesprochen und festgestellt, dass ich zitiere, viele im Jahr 1933 von den Schalmeienklängen des Nationalsozialismus haben betören lassen. Gewiss, die ersten 100 Tage der Hitlerregierung hatten der ohnehin zerbröselnden deutschen Demokratie den letzten Halt geraubt. Der Reichstagsbrand und seine Erklärungen, das Ermächtigungsgesetz nach der Wahl vom 5. März, das Parteienverbot, die gesetzlich sanktionierte Entfernung der Juden aus dem öffentlichen Dienst deuten sämtlich auf eine grundlegende Wende. Indes gab es noch viele, die das Ganze für einen Spuk, eine Episode hielten. Noch war das neue Regime keineswegs etabliert. Dennoch wurden ihm von manchen, die es besser wissen konnten, schon große Dinge nach- oder vielmehr vorhergesagt. Zitat Ende. Viele Intellektuelle begrüßten erstens in einer starken Regierung das Ende dessen, was als Chaos der Weimarer Republik aufgefasst wurde. Viele mutmaßten zweitens, nur zu Beginn werde der Satz gelten, wo gehobelt wird, fallen später. Und gingen drittens davon aus, der Nazispuk werde wohl nur von kurzer Dauer sein. Der Politikwissenschaftler und Staatsrechtler Theodor Eschenburg berichtet über, ich zitiere, das Korrumpierende an Zeiten der Diktatur, vor allem jene Mischung aus Wahrheit und Lüge, die in diesen Zeiten unvermeidlicherweise alles geriet. Wir waren alle Gegner des Regimes, mussten aber unseres Berufes und des Überlebens willen unser Auskommen mit den Machthabern und ihren Funktionären suchen. Eschenburg fährt fort. Dahinter steckte immer die Angst vor der Gestapo, vor dem Konzentrationslager und noch Schlimmerem. Dass man sich mit dem NS-Regime arrangieren oder es aktiv unterstützen konnte, war nicht sonderlich überraschend. Es gab in Deutschland eine Vorbereitungszeit. Bei Heidegger gab es schon früh einen erklärten Antisemitismus. Er schrieb bereits 1916 an seine spätere Frau, dass, ich zitiere, die Verjudung der deutschen Universitäten beendet werden muss. Selbst jemand wie der politisch viel harmlosere Heinz Heimsöth, der später an der Organisation des Kriegseinsatzes der Geisteswissenschaften mitbeteiligt war, kritisierte bereits 1918, dass die Kant-Studien, damals eine der wichtigsten philosophischen Zeitschriften in Deutschland, verjudet seien. Der Antisemitismus, der im Deutschen Kaiserreich und auch nach 1919 in der Weimarer Republik weitgehend ungebrochen war, war eine der Grundlagen dafür, um sich nun einer Bewegung anschließen zu können, die den Kampf gegen die Juden an die erste Stelle gesetzt hatte. In Deutschland forderten die Nationalsozialisten eine nationalsozialistische Wissenschaft. Ihre Strategie hatte folgende Schwerpunkte: die Ablehnung der Idee einer voraussetzungslosen Wissenschaft, die Aufhebung der Trennung von Wissenschaft und Leben und die Kritik an zweckfreier Wissenschaft, den Rassenbegriff als Zentrum wissenschaftlicher Forschung, die gegen Spezialisierung gerichtete Forderung nach einer ganzheitlichen Wissenschaft und nach Überwindung disziplinärer Grenzen, die Infragestellung des internationalen Charakters der Wissenschaft und die Forderung, das Volkstum stärker zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung zu machen. Unmissverständlich
postulierte etwa der Leiter des NS-Dozentenbundes. Die Universität müsse, wie er sagte, getragen sein von dem Bewusstsein, dass ihre ganze Arbeit bis in die kleinste Disziplin hinein einen gemeinsamen Urgrund hat, nämlich die nationalsozialistische Weltanschauung. Für die Wissenschaftler ergab sich daraus eine verwirrende Situation. Einerseits sahen sie sich stark im Druck ausgesetzt, das Weltbild der Nationalsozialisten auch in ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu übernehmen. Wer seine Distanz zum Regime ungeschminkt zum Ausdruck brachte, musste alle Hoffnungen auf einen Lehrstuhl begraben und sogar mit dem Entzug der Lehrbefugnis rechnen. Andererseits zeigte sich die Partei nicht imstande, klare Vorgaben für eine narzisstische Umgestaltung der Wissenschaft zu machen. Angesichts der Konkurrenz nationalsozialistischer Institutionen in der Regierung, das Reichswissenschaftsministerium, in der NSDAP, in der SS und deren Organisationen und persönlicher Fäden um die Definitionsmacht war ein derartiges Konzept nicht oder bestenfalls teilweise durchsetzbar. Dennoch war, so stellt der Konstanzer Philosoph Gerion Wolters fest, ich zitiere, eine gewisse Kompatibilität mit Hitlers sogenannter Weltanschauung unerlässlich. Diese besteht im Wesentlichen aus drei grundlegenden Überzeugungen und drei daraus hergeleiteten Imperativen. Das alles umschließende, vereinigende Band schließlich ist der Antisemitismus. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk bzw. zu einer bestimmten Rasse wird hier zur zentralen Dimension der Identität der Person. Die zweite Grundüberzeugung besteht in der nicht weiter begründeten Annahme, die sogenannte arische sei die kulturell höchststehende und damit wertvollste Rasse und habe ihrerseits im deutschen Volk ihren historischen Höhepunkt gefunden. Die dritte Grundüberzeugung schließlich besteht im Verständnis der Weltgeschichte als eines auf Vernichtung bzw. Versklavung zielenden Kampfes der Rassen gegeneinander um Lebensraum. Soweit Wolters. Drittens, nationalsozialistische Philosophie. Ich hoffe, Sie haben das Fragezeichen gehört. Wie jemand aus der Generation der um 1900 geborenen deutschen Philosophen von 1933 bis 1945 gelebt und gedacht hat, lässt sich nicht ohne Schwierigkeiten aus Veröffentlichungen und archivierten Akten erschließen. Ich habe monatelang in Archiven recherchiert und dabei gemerkt, die Akte spricht nicht über den Kontext und die Veröffentlichung auch nicht. Die Veröffentlichung spricht auch keineswegs immer die Absicht aus. Wer war in der Philosophie Nationalsozialist als Nationalsozialist zu charakterisieren? Die Philosophen im Staatsdienst waren seit 1933 auf Staatstreue verpflichtet, keineswegs aber auf eine offizielle NS-Philosophie. Wie es nicht die Philosophie des Nationalsozialismus gibt, gab es auch nicht die eine Motivation für Philosophen. Bei Motivationen zu bestimmten Auffassungen von Philosophie spielten neben persönlicher Konkurrenz um institutionellen Einfluss erstens die unterschiedlichen Quellen und Traditionen, auf die man sich berief, so etwa auf den deutschen Idealismus oder auf Nietzsche oder auf frühere rassistische Ideologien, und zweitens die Philosophien, gegen die man sich wandte, etwa Kants kritische Philosophie, Hegels Logik, den Positivismus, eine wichtige Rolle. Alfred Bäumler, der profilierteste Nazi-Philosoph, erinnert sich 1948, ich zitiere, ich hielt die nähere Bestimmung des geistigen Gehalts des Nationalsozialismus für eine Aufgabe der besten Geister der Nation.
Doch wer die Philosophie des Nationalsozialismus etablieren wollte, musste scheitern. Der Nationalsozialismus bot keinen Platz für eine besondere philosophische Leitideologie. Gemessen am Grad der Übereinstimmung philosophischer Theorie mit dem NS-Regime gab es Unterschiede, die nicht unterschlagen werden dürfen, Unterschiede zwischen der Gruppe der erklärten NS-Ideologen und zwei Gruppen von Mitläufern, deren Philosophen gleichwohl nicht oder zumindest nicht durchgängig nationalsozialistisch war. Zur ersten Gruppe gehörte neben Martin Heidegger etwa Arnold Gehlen, der, Zitat, enthusiastisch auf die Aufforderung des Pressechefs der NSDAP nach dem praktischen politischen Sieg der nationalsozialistischen Bewegung nun auch deren Weltanschauung als gefestigte philosophische Lehre auszubauen antwortete und den Aufbau einer nationalsozialistischen Philosophie forderte, und zwar auf dem Wege der, ich zitiere weiter, philosophischen Durcharbeitung der nationalsozialistischen Weltanschauung. So, meine Damen und Herren, waren auch die Bücher, die er in großer Zahl bis 1945 geschrieben hat. Diese Bücher waren die Lektüre, aus der meine Generation ihr Wissen bezogen hat. Und es war uns nicht klar, dass Gehlen Punkt für Punkt jeden nationalsozialistischen Anklang aus den nach 1945 wiederveröffentlichten Büchern getilgt hatte, ohne auch nur an irgendeiner Stelle darauf hinzuweisen. Und für Heideggers radikalen Antisemitismus und sein Projekt einer Herrschaft der germanischen Rasse findet man den Beleg bereits 1916. Ich zitiere das jetzt noch einmal etwas ausführlicher, den Brief an seine spätere Frau. Die Verjudung unserer Kultur und Universitäten ist allerdings schreckenerregend und ich meine, die deutsche Rasse sollte noch so viel innere Kraft aufbringen, um in die Höhe zu kommen. Heidegger gab, wie der Franzose Emmanuel Fay in seinem Buch Heidegger, die Einführung des Nationalsozialismus in die Philosophie aufgedeckt hat, in seiner unter dem Titel Vom Wesen der Wahrheit im Sommersemester 1933 und im Wintersemester 1933-34 gehaltenen Vorlesungen seinen Studenten das Ziel vor, ich zitiere Heidegger, die Grundmöglichkeiten des urgermanischen Stammeswesens auszuschöpfen und zur Herrschaft zu bringen. Hierzu passte seine aktive Teilnahme an einem Ausschuss für Rechtsphilosophie der Akademie für Deutsches Recht, der damit beauftragt war, die künftigen Nürnberger Rassengesetze auszuarbeiten und zu begründen. In einem Seminartext des Wintersemesters 1933-34 mit dem Titel Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte und Staat heißt es bei Heidegger, nur wo Führer und Geführte gemeinsam in ein Schicksal sich binden und für die Verwirklichung einer Idee kämpfen, erwächst wahre Ordnung. Dann wird sich die geistige Überlegenheit und Freiheit außer als tiefer Hingabe aller Kräfte an das Volk, den Staat, als strengste Zucht, als Einsatz, Standhalten, Einsamkeit und Liebe. Dann ist die Existenz und Überlegenheit des Führers eingesenkt in das Sein, in die Seele des Volkes und bindet es so mit Ursprünglichkeit und Leidenschaft an die Aufgabe. Zur Gruppe der Ideologen gehörte auch Erich Rothacker, nach 1949 Lehrer so prominenter Philosophen in Westdeutschland wie Jürgen Habermas, Karl Otto Apel und anderen. Gehörte auch Erich Rothacker, schon 1932 Mitglied im Nationalsozialistischen Lehrerbund, bereits 1933 Leiter der Abteilung Volksbildung, das war ein freudscher Versprecher, denn diese Volksbildung sollte Volksbindung sein.
Leiter der Abteilung Volksbildung im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda und Goebbels Verbindungsmann zur studentischen Aktion Wider den deutschen Geist, die für den 10. Mai 1933 die Bücherverbrennung organisierte. Die Berliner Studenten, die zur Bücherverbrennung vor dem Prinzessinnenpalais gezogen sind, kamen direkt aus Bäumlers Vorlesung. 1934 schrieb Bäumler in seiner Geschichtsphilosophie, Zitat, ein rassisch befriedigender Bevölkerungsdurchschnitt ist in dem Rassengemisch einzelner deutscher Stämme erreichbar, nur durch die energischste Unterstützung aller eugenischen Maßnahmen, durch Formung und Zucht des im Äußern und Innern noch knetbaren jugendlichen Menschenmaterials im Geiste der rassisch besten Bestandteile einer Erbmasse. Die Rasse stiftet das neue Wir. Wir in Deutschland, wo der unbekannte Soldat nicht im Grabe liegt, sondern wieder Fleisch und Blut geworden ist, uns als das Sinnbild eines unzerstörbar festen, einfachen, schlichten und geradezu deutschen Menschen an unserer Spitze marschiert, ja einen neuen Mythos unserer Zeit nicht nur verkörpert, sondern zudem in der Idee des Sturmabteilungsmannes, des SA-Mannes, der Mythos unserer Zeit geschaffen hat, das symbolische Bild einer neuen politischen Haltung. Eine zweite Gruppe bildeten diejenigen, die sich, wie zum Beispiel der Heidelberger Neukantianer Heinrich Rickert, zum Nationalsozialismus bekennen, ohne aber ihre Philosophien im Nationalsozialismus aufgehen zu lassen. Rickert hielt anfangs der 30er Jahre der nationalsozialistischen Bewegung mindestens 7 Punkte zugute. Erstens, den radikalen Nationalismus mit antikosmopolitischen Implikationen und einer vage religiösen Überhöhung des Wertes der Nation sowie der Vaterlandsliebe. Zweitens, die Verpflichtung der Politik auf einen pointiert nationalen Kulturstaat. Drittens, eine überlegene Legitimation der deutschen Kulturnation vor anderen Nationen. Viertens, die Überzeugung, dass die Kultur der Deutschen gefährdet ist und sich vor schlimmen Folgen der Gefährdung nur bewahren lässt, wenn sowohl die Wissenschaft insgesamt als auch die Philosophie in Dienst genommen werden für eine Stärkung der nationalen Einheit. Fünftens, die antiliberalistische, den Rechtsstaat berührende Forderung, einen Sozialstaat auszubilden, der die Arbeit staatlich organisiert, die Güterproduktion in Deutschland vom Weltmarkt abkoppelt und die Wirtschaft auf Autarkie umstellt. Sechstens, die Einschätzung, der Erste Weltkrieg sei nicht eine europäische Katastrophe gewesen, sondern nur eine nationale Herausforderung. Das Versailler Friedensdiktat hingegen sei ein schmachvolles, den Deutschen angetanes Unrecht, zumal der Vorwurf, am Krieg schuld gewesen zu sein, in der Hauptsache nicht den Deutschen zu machen sei. Und schließlich siebtens die Forderung, Deutschland solle aus dem Völkerbund austreten. Einer dritten Gruppe zuzurechnender erbringen die vom Regime erwarteten Beweise politischer Zuverlässigkeit. Ihr Philosophieren ist zwar nicht nationalsozialistisch, es ist vor allem weder rassistisch noch antisemitisch, aber es schleichen sich völkische, nordische Zugeständnisse ein. In dieser Gruppe begegnet zum Beispiel Joachim Ritter, mein Münsteraner Doktorvater. Ritter, aus bürgerlicher Familie, der Vater ein bekannter progressiver Arzt, der den Nationalsozialismus verabscheute, ist in den 1920er Jahren und bis 1933 Marxist und Kommunist. 1933 aber kommt es zu einem zunächst radikalen politischen, dann auch teilweise zu einem philosophischen Positionswechsel. Ritters Kurs führt vom orthodox verteidigten Marx und von seinem Lehrer Ernst Cassirer weg. Wohin?
Er bewegt sich in NS-Institutionen, in denen ihn aber auch Denunziationen begleiten, in denen von ihm Bewährungsproben verlangt werden und dann Bewährung bestätigt wird. In einem Fragebogen listet er im August 1939 seine Mitgliedschaften auf: NS-Volkswohlfahrt, NS-Lehrerbund, Reichsluftschutzbund, NS-Deutscher Reichskriegsbund, NS-Studentenkampfhilfe. Seit dem 1.5.1937 ist er Mitglied der NSDAP. Die Familie leugnet dies heute noch öffentlich, obwohl im Berlin Document Center, also heute dem Bundesarchiv in Berlin, die Akte liegt. Seit Februar 1939 ist er nach eigener Angabe politischer Leiter, das heißt Blockhelfer, dann Blockleiter, als untergeordneter Hoheitsträger der NSDAP verantwortlich für einen Wohnbereich, für das Kassieren von Mitgliedsbeiträgen und für weltanschauliche Propaganda. Mitten in der Zeit zugespitzter Konflikte Ritters mit Funktionären der NSDAP an seiner Hamburger Universität, die ihn wegen seines früheren Marxismus und wegen seiner ersten Frau, einer Jüdin aus der Familie Ernst Kassierers, beargwöhnen, schaltet sich 1939 Alfred Bäumler ein, der Leiter des Amtes Wissenschaft im NS-Weltanschauungsamt Rosenberg. Rosenberg, der Autor des Mythos des 20. Jahrhunderts. Bäumler ist um die Konsolidierung einer nationalsozialistischen Philosophie bemüht und lädt im Februar 1939 zu einer in Schloss Buderose bei Guben geplanten Arbeitstagung des Amtes Wissenschaft ein. In der Einladung an jüngere Philosophen und Angehörige der SS, des Stabes des Stellvertreters des Führers, des Kulturamts der Reichsjugendführung und des Amtes Wissenschaft, schreibt er: Zweck dieser Tagung ist die Zusammenfassung derjenigen revolutionären Kräfte, die sich an der Gedankenmacht der philosophischen Überlieferung, insbesondere des deutschen Idealismus, geschult haben, durch diese Beschäftigung mit der Vergangenheit aber nicht das Gefühl dafür verloren haben, dass mit der Weltanschauung des Nationalsozialismus auch ein neues Zeitalter der philosophischen Besinnung beginnt. Er fährt dann fort, Reichsleiter Alfred Rosenberg wird selbst das Wort ergreifen. Zu den Eingeladenen und Teilnehmern gehört mein Lehrer Ritter. Das Programm der Tagung unter dem Titel Weltanschauung und Wissenschaft liest sich gar nicht anders als das eines gewöhnlichen philosophischen Workshops. Themen Philosophia per Ennis, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Wahrheit, Lebensphilosophie, Geschichtlichkeit des Menschen, Leibniz. Ritter kommt in der Diskussion so zu Wort und vermeidet den von ihm erwarteten Ton nicht. Zitat: Philosophie ist eine ganz bestimmte Möglichkeit unserer nordischen Welt. Und der Begriff der Geschichtlichkeit besagt, dass das Volk unvorherbestimmbar an die Geschichte überantwortet ist. In einem Report des Sicherheitsdienstes der SS wird Ritter zu den politisch positiven Dozenten gerechnet. Diese aus den Jahren 1942-43 stammende, 101 Seiten umfassende Quelle listet in der Übersicht über die weltanschauliche Haltung der Philosophieprofessoren an den Universitäten in Deutschland die Zahl der in der Philosophie Lehrenden nach folgenden Kategorien auf. Erstens konfessionell gebundene bzw. Konkordatsphilosophen, also Philosophen, die in Übereinstimmung mit dem Vatikan berufen worden waren, 13. Zweitens liberale Professoren, 12. Indifferente Philosophen, 25. Politisch positive Professoren, 25. Nationalsozialistische Philosophen, in Klammern Versuche, eine nationalsozialistische Philosophie aufzubauen, 11. Positive Nachwuchskräfte, 5. Dem Rassismus zollt Ritter
der unter die positiven Nachwuchskräfte gerechnet wird, nicht Tribut, doch er beugt sich Opportunitäten, die er politisch für zwingend hält oder die dies auch tatsächlich sind. Neu in den 1930er Jahren ist die gegen den westlichen Rationalismus und Positivismus gerichtete Betonung des deutschen Weges in der Philosophie. In seiner Besprechung eines Buches mit dem Titel Nikolaus von Kues und der deutsche Geist betont Ritter, ich zitiere, schon wiederholt ist die Forderung gestellt worden, die deutsche Philosophie des 15. und 16. Jahrhunderts aus der verfälschenden Unterordnung unter das Wissensideal der westlichen Aufklärung zu befreien und ihre eigene, weit über die Vorbereitung der neuzeitlichen Wissenschaft hinausreichende metaphysische Kraft in das Licht der Geschichte zu stellen. Es gilt überhaupt in der Entwicklung der Philosophie, die folgliche Eigenart zu begreifen. Ich habe hier über Joachim Ritter gesprochen, nicht nur, weil er ein sehr von mir geschätzter Lehrer war, sondern weil meine Beziehung zu ihm symptomatisch ist für das, was ich im Titel dieses Vortrags Vergessen und Verdrängen genannt habe. Ich habe bis 1965 bei ihm in Münster studiert, 1966 bei ihm in Münster promoviert. Aber erst 1995 bin ich auf die Idee gekommen, dass es da doch diese 12 Jahre gab, in denen doch auch irgendwas gewesen sein musste. Und über diese 12 Jahre gab es nicht den geringsten Hinweis. Auch nicht unter seinen Schülern. Viertens, was schwer zu verstehen ist und doch begriffen werden muss, historisch-soziale Normalität. Jede Gesellschaft entwickelt in ihrer Zeit die ihr eigene Normalität. Dies gilt, wie für alle Diktaturen, auch für die Zeit des Nationalsozialismus. In dieser Normalität gingen individuelle Überzeugungen in moralische und politische Optionen über, in Zustimmung, in Unterwerfung, gelegentlich auch in Verweigerung und Widerstand. Für das, was als normal galt, gab es de facto und de jure keine universellen Maßstäbe mehr. Weder moralische noch rechtliche Maßstäbe. Die freiwillige oder unter Existenzdruck zugestandene Übereinstimmung mit Weltdeutungen und Zukunftsstrategien des NS-Regimes verbürgte die Sicherheit einer politischen und sozialen Heimat. Dissident zu sein, bedeutete existenzielle Unsicherheit, Konzentrationslager und Tod. Hans Magnus Enzensberger hat geschrieben, Zitat, zu den schockierendsten und zugleich wichtigsten Erfahrungen bei dem sich hineinarbeiten in eine uns, den Nachgeborenen, fremde Zeit, gehört die von Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, die vom Nebeneinander von Terror und Normalität, von Gewöhnlichem und Sensationellem, von Schlagzeile und Kleingedrucktem, von politischem Leitartikel und Anzeigenprosa, von retuschiertem Propagandafoto und belangloser Reklame, wie sie einem bei der Lektüre von Zeitungen entgegentreten. Der nationalsozialistische Staat wurde nicht die von Hitler immer wieder bemühte Vorsehung, sondern durch Bürger zu dem, was er wurde. 1933 bedeutete nicht einfach den Übergang von Moral zu Unmoral, sondern eine nur teilweise erzwungene Veränderung der öffentlichen und privaten Moral durch den Ausschluss der anderen, der Fremden. Der Juden, der Roma, der Kommunisten, der Homosexuellen. Für sie sollten rechtsstaatliche Normen nicht mehr gelten. Die scheinbar rechtlich geregelte, tatsächlich aber durch gesetzliches Unrecht bestimmte Klassifizierung unter Kategorien wie Volksfeind oder Nicht-Arier
entlastete die Mehrheit der Deutschen von moralischen und rechtlichen Skrupeln. In genau diesem Kontext wurden die meisten jüdischen Deutschen erst zu Juden. Es war mir, schreibt Fritz Stern, ein unerträglicher Gedanke, dass Hitler mich zum Juden gemacht hatte, indem er die Bindung ans Christentum, die meine Großeltern eingegangen waren, für nichtig erklärte, und gleichzeitig war mir klar, dass es der Nationalsozialismus war, der mir meine Zugehörigkeit zum Judentum bewusst gemacht hatte. Die Übergänge in den Nationalsozialismus waren schleichend. Nicht alle standen dem blind gegenüber. Manche sahen früh, was kommen sollte. Bereits 1930 beobachtete der Schriftsteller Harry Graf Kessler, ich zitiere, das deutsche Bürgertum scheint endgültig im Aussterben, politisch. Der Nationalsozialismus ist eine Fiebererscheinung des sterbenden deutschen kleinen Mittelstandes. Dieser Giftstoff seiner Krankheit kann aber Deutschland und Europa auf Jahrzehnte hin verelenden. Zu retten ist diese Klasse nicht. Sie kann aber ungeheures neues Elend über Europa bringen in ihrem Todeskampf. Und 1933 zitierte er in seinem Tagebuch einen französischen Beobachter, einen Freund, mit der Analyse, Zitat, dass ein fundamentaler Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich darin bestünde, dass in Frankreich die Idee des Rechts, l'idée du droit, im Volke lebendig sei, in Deutschland nicht, und daher diese Idee, die in Frankreich automatisch als Bremse wirke, in der Dynamik des deutschen Volkes keine Rolle spiele. In der Philosophie trennten sich die Wege. Der Weg, der in der Normalität dieser Zeit normal war, war aus unterschiedlichen Gründen der Weg der Passung. Sie kennen den Begriff des Fitting. Ich sage nicht gerne Anpassung, sondern Passung, so wie ein Reißverschluss sich passt. Man kann auch sagen, der Weg des Opportunismus. Dieser Weg wurde dadurch erleichtert, dass das Regime von den Intellektuellen keine völlige Identifizierung verlangte. Die einheitliche nationalsozialistische Weltanschauung gab es nicht. Ein zweiter Grund für das Eintauchen in die Normalität des NS ist Angst. Im Oktober 1934 erklärte der Hamburger SS-Standartenführer Streckenbach, Zitat, für die unverbesserlichen Fanatiker, die von dem Kommunismus Marxismus nicht lassen wollen und nie lassen werden, sondern immer wieder für diesen arbeiten werden, gibt es nur ganz klare Maßnahmen, rücksichtslosestes Eingreifen und härteste Bestrafung. Was dies bedeutete, wussten die Zeitgenossen. Ein dritter Grund, ein Weg in der nun normal werdenden Normalität zu finden, war die Existenzsicherung, die berufliche Karriere in einer Mangelsituation. Von 67 Philosophielehrstühlen in der Weimarer Republik blieben bis 1938 nur noch 36 erhalten. Und um die gab es natürlich Konkurrenz. Es gab verschiedene Formen von Zugeständnissen und Nähen zum NS-System. Der Berliner Historiker Grüttner hat dazu geschrieben, erstens Anpassung durch Ausblenden. Diese mildeste Variante der Anpassung bestand darin, bestimmte heikle Themen nicht mehr anzusprechen, Namen von Emigranten und anderen Unpersonen nicht länger zu erwähnen, jüdische Kollegen nur noch selten oder gar nicht zu zitieren. Zweitens, Politisierung nach dem Sandwich-Prinzip. Anpassung beschränkte sich in diesem Fall auf gelegentliche politische Botschaften in Vorworten, Einleitungen oder Zusammenfassungen, ohne dass sich an der Substanz der Arbeit etwas änderte. Drittens, begriffliche Anpassung an die LTI, die Lingua Tertii Imperii, die Sprache des Dritten Reiches,
die von Viktor Klemperer so eindrücklich analysierte Sprache des Regimes. Dazu gehörte das Einsickern von Leitbegriffen wie artfremd, Führer, Gefolgschaft, heldisch, Volkstum oder völkisch in wissenschaftliche Publikationen. Viertens, Anpassung im außerwissenschaftlichen Bereich durch Parteieintritt oder gelegentliche Zeitungsartikel bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung traditioneller Methoden und Standards in wissenschaftlichen Publikationen. Ein solches Verhalten reagierte auf die Erwartungen des Systems und folgte gleichzeitig dem Grundsatz, Wissenschaft und Politik voneinander zu trennen. Fünftens, Anpassung als Paradigmenwechsel durch die Übernahme der nationalsozialistischen Rassenideologie. Das NS-Regime bedurfte derer, die ihm Legitimität, juristische Legalität und kulturelle Akzeptanz andienten. Ernst Jünger gehörte zu ihnen. Sie erinnern sich vielleicht an den Geburtstagsbesuch von Helmut Kohl bei Ernst Jünger. Bereits 1930 war bei ihm zu lesen, im gleichen Maße, in dem der deutsche Wille an Schärfe und Gestalt gewinnt, wird für den Juden auch der leiseste Wahn, in Deutschland Deutscher sein zu können, unvollziehbar werden und wird sich vor seiner letzten Alternative sehen, die lautet, in Deutschland entweder Jude sein oder nicht zu sein. Die Ermordung von Führern der SA beim sogenannten Röhm-Putsch 1934 wurde durch ein Gesetz über Maßnahmen der Staatsnotwehr vom 3. Juli 1934 nachträglich legalisiert. Der Gesetzestext umfasste ganze zwei Zeilen. Intellektuelle Helfershelfer waren bereit, Rechtfertigungen zu liefern. So der Staatsrechtler Karl Schmidt, den viele zu Recht den Kronjuristen des Dritten Reiches nennen. Unter dem Titel »Der Führer schützt das Recht« schrieb er, »Der Führer schützt das Recht vor dem schlimmsten Amtsmissbrauch, wenn er im Augenblick der Gefahr Kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft. Aus dem Führertum fließt das Richtertum. Wer beides voneinander trennen oder gar entgegensetzen will, sucht, den Staat mit Hilfe der Justiz aus den Angeln zu heben. Das Verfassungsrecht musste dann zur großen Charta der Hoch- und Landesverräter werden. In Wahrheit war die Tat des Führers echte Gerichtsbarkeit. Sie untersteht nicht der Justiz, sondern war selbst höchste Justiz. Alles Recht stammt aus dem Lebensrecht des Volkes. Jedes staatliche Gesetz, jedes richterliche Urteil enthält nur so viel Recht, als ihm aus dieser Quelle zufließt. Die Mehrzahl der deutschen Universitätslehrer hatte schon in der Weimarer Republik, einer demokratischen Republik, ablehnend oder zumindest stark distanziert gegenübergestanden. Eine große Ausnahme war Ernst Cassirer als Rektor der Hamburger Universität. Die meisten Hochschullehrer trauerten dem untergegangenen Bismarckreich nach und erblickten in der Weimarer Republik hauptsächlich das beschämende Ergebnis eines verlorenen Krieges. So unterschiedlich Näherungen an den Nationalsozialismus motiviert sein konnten, ein wesentliches Motiv war der Kampf gegen den westlichen Liberalismus. Sie griffen ihn an, schreibt Fritz Stern, weil sie in ihm die Voraussetzung der modernen Gesellschaft sahen, der alles entsprang, was sie fürchteten, die Bourgeoisie, das Manchestertum, der Materialismus, das Parlament und das Parteiwesen, der Mangel an politischer Führung. Außerdem hielten sie den Liberalismus für die Ursache ihres inneren Leidens. Die nach 1933 mit dem Regime verbundenen Philosophen
waren in ihrem Denken und Handeln mehr oder weniger eingeschränkt durch Zensur und Selbstzensur, durch politische und ideologische Vorgaben der NSDAP und letztlich durch ihre eigene Angepasstheit. Dieses mehr oder weniger zu berücksichtigen ist wichtig, wenn man pauschale Urteile vermeiden will. Die Philosophen von 1933 bis 1945 haben unterschiedliche Funktionen als Institutsdirektoren, Ordinarien, außerplanmäßige Professoren oder Mitarbeiter in unterschiedlichen Wissenschaftsräumen gehabt. Das politische System hat Verantwortung strikt arbeitsteilig organisiert und Restriktionen bzw. Zugeständnisse verbunden mit Sanktion oder Gratifikation, also Begünstigung, unterschiedlich verteilt. Fünftens zum Schluss. Die Geschichte selbst spricht so wenig, wie die Dinge selbst sprechen. Die Voraussetzungen von Rekonstruktionen zum Nationalsozialismus ergeben sich nicht aus der Sache selbst. Diese Geschichte muss wie alle Geschichte zur Sprache gebracht werden. Eine wesentliche Voraussetzung des Verstehens, Interpretierens und Wissens ist in Bezug auf den Nationalsozialismus die Einsicht, dass das Philosophieren nach 1933 nicht alternativlos war. Zur Wahl stand mehr als nur die NS-Ideologie. Philosophen hatten die Wahl zwischen verschiedenen Wegen. Mit ihrer Wahl waren Überzeugungen und Perspektiven verbunden, die ihre Aufmerksamkeit, ihre Wahrnehmung und ihre Erkenntnisse leiteten. Jede Wahl war zugleich ein Filter für Weltsichten und für moralische Einstellungen. Symbolische Traditionen und ethisch-politische Einstellungen haben auch im Nationalsozialismus nicht schicksalhaft zu Uniformität geführt. Dieses zu berücksichtigen, wenn es um das Verstehen dessen geht, was nicht vergessen und verdrängt werden soll. Zur nachträglichen Entschuldigung ist das Verstehen weder aufgerufen noch berufen. Lehren ziehend wird man im Interesse des Schutzes der Menschenwürde die moralische Norm nicht aufgeben, auf deren Grundlage Hannah Arendt gefordert hat, ich zitiere, dass Menschen auch dann noch Recht von Unrecht zu unterscheiden fähig sind, wenn sie wirklich auf nichts anderes mehr zurückgreifen können, als auf das eigene Urteil, das zudem unter solchen Umständen in schreiendem Gegensatz zu dem steht, was sie für die einhellige Meinung ihrer gesamten Umgebung halten müssen. Erinnert man an Philosophen im Nationalsozialismus, dann geht es darum, gegen das gewollte Vergessen zu erinnern und nichts zu verdrängen. Nicht die Zwänge unter der Diktatur, nicht den Sog in ihre perverse Normalität, nicht den Karrierismus der Opportunisten, nicht die Brüche in den Biografien, nicht den Mut zur Opposition und vor allem nicht den Kontext auch des Philosophierens. Und dieser Kontext war das, was in den Nürnberger Prozessen erstmalig in der Völkerrechtsgeschichte die Verbrechen gegen die Menschlichkeit genannt wurden. Weil diese Verbrechen nicht Vergangenheit sind, sondern durchaus aktuell, erinnern wir uns um unserer selbst willen und um der Gegenwart und Zukunft willen. Ich danke Ihnen.